Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur ersten Folge vom Podcast. Drei Leute, die auf dem Pod sitzen und labern, Alter. Und dabei smashen, das ist wichtig. Ja, wir zocken nebenbei Smash, ihr seht's nicht, deswegen versteht ihr unser Commentary nicht und wir labern Scheiße. Noah tritt endlich der Arena bei mir und so. Dann mache ich. Oder ich drehe dich. Mach schneller. Wir waren gerade noch bei Präsentation, machen wir einfach mal weiter. Fünfte Klasse hatten wir auch sowas in der Richtung in Englisch. Da sollte jeder so eine 60 Minuten Präsentation halten. Nicht mal Power. 60 Sekunden. Ach, fast Sekunden. Dasselbe. Ja, 60 Sekunden, fünfte Klasse halt. Nicht mal PowerPoint oder so. Wir sollten einfach nur da eben Englisch reden können. Oh ja, das war ganz krass. Und ich habe so eine ganz tolle Präsentation über Ziegelsteine gemacht. Der eine Satz davon war dann Legende irgendwie. Übersetzt war das irgendwie, wenn dir ein Ziegelstein ins Gesicht fliegt, sagst du Aua. Ja, so ungefähr. Ja. Ich habe auch in Spanisch hatten wir dann freiwillig, um unsere Note zu verbessern, PowerPoint über die Ferien machen. Da habe ich nochmal dasselbe Thema genommen und denselben Satz dann auf Spanisch eingearbeitet und ich hatte dieselbe Lehrerin wie in Englisch damals. Das war toll. Hat sie nichts gemerkt? Also nicht ja. Und sie hat bemerkt, dass ich irgendwie manche Sachen mit Google-Übersetzer übersetzt habe, weil die auf einmal richtig waren. Ich kenn's nur andersherum. Ja, gut, Lasse hat erzählt, dass das so ziemlich jeder bei in Französisch macht. Ja, gehört sich ja auch so. Ja. Boah, gut ist ja. Das Tolle ist, ich hab Latein, da muss man kein bisschen Latein sprechen, also das ist scheiße. Ja. Das ist geil an Latein. Ich hab Spanisch jetzt abgewählt, das passt. Ich will Latein auch abwählen, kein Bock drauf. Jeder wählt zweite Fremdsprache ab, mal im Ernst. Was? Ja, ich bin auch nicht komplett scheiße. Ja, ich wähle doch, Latein weil du es nicht abwählst. Latein ist das einzige Fach, was kein Laberfach ist und was ich nicht kann. Alle anderen Fächer finde ich entweder super einfach, ich bin tot, schön. Skill. Oder muss man einfach nur labern und dann funktioniert's. Ich muss sagen, ich habe irgendwie den ganzen Kampf gedacht, du wärst Eisclimb, was? Irgendwie habe ich gedacht, du rennst da voll rein. Nee, Alter, so behindert bin ich nicht. Ich konnte jetzt drei Fächer abwählen und das ist entspannt. Oh, ich bin Skill. Allem, ich bin Skill. Alter, ja, vor allem habe ich Anfang des Jahres ja noch Chemie-Leistungskurs. Alles naturwissenschaftlich und jetzt habe ich zwei Naturwissenschaften abgewählt. Unter anderem Chemie. Alter, ich hab Physik zuerst weggehauen. Ja, Physik und Chemie sind's. Bei mir sind Naturwissenschaft die einzigen Fächer, die ich wirklich kann. Wie du einfach nur den einen einzelnen gefangen hast. YOLO! Hier für die, für die Zuhörer. Immerhin ist die Recovery jetzt weg. Eben, wir spielen eben mit Random hier Free for All auf komischen Stages nebenbei. Und ich hab grad Bowser hatte einen Stockführung und hab dann einfach den falschen Eisclimber mit dem Bowser-Side getötet, weil ich's kann. Das ist halt einfach krass. Ich bin einfach der Beste. Aber Bowser erste Runde finde ich auch gut, hatte ich selten so. Ja, hätte ich auch gerne. Ja, hier, nur Happy. Ich mag ja an sich Fettis, aber Fuego nicht. Doch, Fuego ist auch cool. Ja, Fuego ist witzig, aber... Hm. Ja, da töte ich mich immer mit der Recovery selbst. Gut. So, ich spiele jetzt Bowser. Okay, aber nicht da oben. Wir haben ja eigentlich ein Thema vorbereitet. Ja. So, mehr und nicht vorbereitet, eine Stunde vorher einfach gesagt, hey, das machen wir. Eine Stunde, Digga, das war es vor 6 Stunden. Das ist wieder kein Unterschied. Nee, gut, I see no difference. Und ich habe eine Liste gemacht. Sag mal eine Zahl. Boah. Von 1 bis 24. Alter, das ist richtig nach. Das Thema ist übrigens dumme Sachen, die auf der Klassenfahrt passiert. Ja. Und sag mal eine Zahl. Ja, ich würde mal sagen 20. Ja. 20.
Ach so. Ja gut, in der fünften Klasse haben wir einen Film. In der fünften Klasse, war auf der Klassenfahrt. Ah. Gab's. Immer ja. Ja gut. Ja. Da konnten wir uns so Filme mitnehmen. Und wir haben einer aus der Klasse hat einen ganz tollen Film mitgenommen, und zwar Agent Ranjit rettet die Welt. Qualität. Okay. Und in diesem tollen Film geht es um einen indischen Putzmann, der bei so einem, bei dem, beim Ass, beim Iran Secret Service arbeitet. Plötzlich sterben da alle Geheimagenten, deswegen muss der zum Geheimagent werden, weil er muss einen Holländer davon abhalten, alle Menschen auf der Welt so denken zu lassen wie Holländer, dass sie die ganze Zeit Holzschuhe tragen und Käsebrot essen und Windeln gehen. Ja, und deswegen musste er halt zum Geheimagent werden, und den Film haben wir auf der Klassenfahrt geguckt. Das Warum haben wir nicht so tolle Dinge geguckt? Und ja gut, die Lehrerin ist in den ersten 20 Minuten rausgegangen und dann waren wir da halt alleine. Digga, wenn ich Lehrer wäre und ein Schüler wird das mitbringen, ich würde feiern. Alter, wir haben auch mal einen Latein. Was? Ja, das war in Latein, da haben wir Life of Brian einfach mal geschaut. Das haben wir in Latein. Drei Tage später haben wir es einfach so in Deutsch geschaut. Ja, das ist der erste Film, der irgendwer bei uns ruft, wenn es irgendwie darum geht, dass man einen Film schauen kann. Wir haben nur so Scheiße immer geguckt. Alter, sehr gut recovered. Scheiße, sie hat sie Angst. Ja, jetzt wurde ich von Melinda mit der Scheißangst getroffen. Ja, krass, ne? Ich bin halt beste Spieler. Lass mal Richter auf 22 töten, weil er offstage ist. Ja. Fände ich tough. Auch fick dich, du Hurensohn. Alter Karma! Sicker Edge gar nicht mehr reden. Das war dein letztes! Ja, ich bin mit Diddy Kong halt scheiße. In meinen hab ich einen Kill gemacht. Das ist schön. Ich find's aber nicht Alter, so schön, dass Mann. Ich Richter bin. Ja, ich auch nicht! Soll ich eigentlich mal von dem, aus der Grundschule von dem Typen erzählen? Von welchem Typen? Ja, der Typ, Alter. Ach, der Typ, der an den Stuhl gefesselt wurde? Ja. Was? Ach, ja, der Typ. Ja, es war ein toller Typ. Ja, genauso wie der fucking Richter hier. Nee, er war so, er war zwar vielleicht ein Asi, aber ein freundlicher Asi, weißt du? Was? Ja, verstehe ich voll und gar. Alter, fick dich. Fick dich. Ich glaube hier, das ist perfekte Audiodatei, die beweist, dass ich gerade gegen so einen Richter spiele. Verpiss dich. Er sagt, Richter ist er aber sagt auch nee, verpiss dich schlecht. Nicht, sondern komm mal her. Ich glaube, er hat Spaß. Voll! Okay, der Christian, erzähl mal über den Typ. Also der Typ, das ist jetzt Fick. Toll. Oh, als ob, ich dachte, der ist tot. Hui! Ja, Phantom ich bin tot. Fick! Oh, das ist ein schöner Kill, weil man einfach die Ballons von mit der zerstört. Axt die Ballons zerstört. Ist doch toll, wenn man das ganz. Wenn er ein Smash dabei nicht aufnimmt, das ist toll. Hm. Jedenfalls der Typ. Es war ein toller Typ halt. Ach so. Der hat zum Beispiel mal einer Lehrerin erklärt, wie man einen Baum fickt. Nein, das war Leon. Ja, meine ich doch. Ach so, ich dachte, du meinst den. Ach stimmt, ich habe den mit dem anderen verwechselt, stimmt. Oh Gott, ich. Was für einen anderen haben wir denn noch, der durch die Gegend rennt und Leuten erzählt, wie man einen Baum fegt? Als du, wenn ihr davon mehrere hättet, würde ich mir Gedanken machen. Mit dem
anderen da verwechselt. Ach, egal. Esst eure Hydranten. Die sind gut für die Verdauung. Wurde. Ja, stimmt. Ja. Ja, und dieser Jedenfalls hat mal unsere Lehrerin erklärt, wie man einen Baum fegt. Außerdem ist er nackt über den Schulhof gerannt. Was? Das hat er nicht nur einmal gemacht. An was für einer Schule wart ihr oder seid oder seid ihr? Weiß nicht, was die jetzige? Nee, es war Grundschule. Okay. Ist noch besser. Nachdem er übrigens nackt über den Schulhof gerannt. Sein Cousin war übrigens bei mir in der Klasse. Und der war ein bisschen besser. Aber nicht, auch nicht viel. Nachdem er nackt über den Schulhof gerannt ist, weil er sich geweigert hat, sich wieder anzuziehen, von unserem Klassenlehrer in das Sekretariat getragen. Und außerdem hat er mal hinter irgendeinem Busch sein Ding anderen Leuten gezeigt. Geil. Ich meine natürlich. Das war jetzt nicht die beste Wortwahl in der Situation, glaube ich. Ich glaube, da hätte ich eine bessere Wortwahl haben können. Ja, vielleicht. Alter, stark. Ich habe mich selbst getötet. Schön mit Lead Down Smash. Down Smash in der Luft. Nee, Down Air meine ich. Digga, der Down Smash in der Luft, der Pro. Was ein krasser. Soll ich mal was erzählen dann? Ja, erzähl mal über den Den legendären Hakuna Matata, Mann. Ach so, ja, der. Ja, wir wollen wissen, wer der Hakuna Matata ist. Das passt so ein toller Name wie der Bofrostmann. Ja, der also, Bofrostmann ist auch so. Das war 9. Klasse, letztes Jahr halt. Sprachenfahrt nach England, waren wir in London. Und da hatten wir dann jeden Tag noch so bisschen Zeit, irgendwie 1-2 Stunden, wo wir einfach frei rumlaufen konnten. War an sich saugeil. Und irgendwie auf einem Platz dann, ich bin immer mit so ein paar anderen rum, gelaufen, zum Beispiel hier, ich sage jetzt mal die Discord-Namen, weil ich weiß nicht, inwiefern so der Server-Zerstörer oder Cool-Surfer waren da auch mit dabei. und jetzt weiß jeder, wer du meinst. Ja, ich weiß. Ich habe mir auch tatsächlich auch hier neben der Liste mit dem Zeug Listen für Ersatznamen gemacht. Und die wird auch jeder kennen. Wie gesagt, Cool-Surfer kennen die Zuschauer auf jeden Fall und der Server-Zerstörer ist halt Detra, das wissen die Leute dann, wer das ist. War der überhaupt im Video dabei? Nee, aber ich hab ihn schon ein paar Mal erwähnt. Und ja, da waren wir dann eben wieder mal unterwegs, wie eigentlich jeden Tag, und waren dann auf irgendeinem Platz. Da war dann auf einmal so einfach, kommt uns ein Typ komplett random entgegen, sieht so aus wie so ein kompletter Obdachloser und hat so... Also wie der so Typ aus Max' Profilbild. So ungefähr. Und hat einfach so, sicher, dass du gerade nicht Leanders Profilbild meinst? Nein, ich meine Steam. Ach so. Ja. Und der kommt dann so komplett random zu uns hin, da war auch so ein Mädchen dabei, der geht einfach zu der hin, nimmt so den Arm von der, wickelt diesen Faden da so drumrum, beginnt so richtig behindert mit uns zu reden. Wir wussten alle gar nicht, was wir machen sollen. Der begrüßt uns schon so, Hakuna Matata, my friends. Das war so richtig seltsam. Der hat dann dieses Band gewickelt, so mit den Farben von der Flagge von Großbritannien, dabei die ganze Zeit irgendwie scheiße gelabert irgendwie. Funktioniert mein Joystick nicht. Ah, jetzt. Der wusste auch, dass wir Deutsche sind, hat da irgendwie die ganze Zeit nur irgendein Bullshit geredet, hat dann so ein paar von diesen Bändern gewickelt, die uns dann am Ende gegeben und dann kommt der auf einmal noch an, ja, macht dann auch 2 Euro pro Band. Das ist nachträglich erwähnt. Ja, wir hatten da alle keinen Bock mit dem zu diskutieren, haben dem jeder 50 Cent gegeben, hat er die Fresse gehalten. Ja gut, hätte ich jetzt auch gemacht. Also der Typ erinnert mich irgendwie an den Schlagertyp mit Megafon an der U-Bahn-Station. Alter, wer? Der hat halt irgendwie auch gefühlt jeden Satz irgendwo Hakuna Matata eingeschoben. Deswegen heißt er auch der legendäre Hakuna Matata-Mann.
Ich glaube, der hat noch was anderes eingeschoben, außer diese Sätze. Ja, irgendwie schon. Der war auch so richtig creepy. Das war toll. Der Schlagermann am Hauptbahnhof war auch toll. Nee, das war eine U-Bahn-Station, glaube ich. Ja, eine U-Bahn-Station halt. Da war einfach so ein Typ, der wirkte schon so mega hart besoffen und stand da so mit einem Megafon. Geil. Und einem Handy. Das und das Handy hat er halt an das Megafon gehalten und da war richtig schön Schlager. Also zuerst hat er irgendwie eine Sirene angemacht und danach irgendwelche furchtbare Schlagermusik. Und der Typ wirkte so besoffen und er stand da. Da war an diesem komischen Tag der Naturwissenschaften. Vor der Uni stand der. Ah, ja. An der Haltestelle. Da war ich auch, da bei dem Scheiß. Mit 20.000 Schülern. Und stand er da und hat das gemacht und alle Lehrer haben ihn so seltsam angeschaut. An dem Tag habe ich Jan und Leander sogar getroffen. Oh lol. Alter. Das war toll. Der Sniper Rider. Nein, da habe ich dich wahrscheinlich auch getroffen, aber nicht erkannt. Ich bin da so einfach rumgelaufen. Auf einmal kommt so ein fetter, rothaariger Spasti vorbei. Ich denke mir, Alter, was will der Obdachlose von mir? Und dann sehe ich, ach nee, ist ja Leander. Ich meine natürlich. Mir Sprachenfahrt war aber sowieso die geilste Klassenfahrt so überhaupt. Die war richtig nice. Und siebte Klasse war so das komplette Gegenteil. Skifreizeit, hattet ihr das auch? Nein. Nee. Oh, seid froh. Die Klasse manchmal. Was war dabei Skifreizeit? Was ist da passiert? Das war wirklich. Das war von vorne bis hinten. Ich hab mich sowieso nicht so gefreut, weil Skifahren mag ich halt eigentlich nicht so, aber ja. Scheiß drauf. Bin ich halt mit. Danach habe ich auch eine tolle Geschichte zur Skifreizeit. Das habe nicht ich an sich erlebt, aber ich habe da trotzdem was Tolles gemacht während so Skifreizeit. Ja, lass ihn ausreden. Ja, erzähl du erstmal. Ja, also easy Team Combo, lol. Das hat dann eigentlich, die Hinfahrt war ziemlich entspannt, war ich eben mit ein paar anderen. Wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben uns da irgendwie im den Viererplatz im Bus geholt. Das war sau geil. Wir haben da die ganze Zeit auf dem Tisch nur Karten gespielt. Fick dich. Die Lehrer haben teilweise mitgemacht, weil warum nicht? Ja, Hinfahrt war aber auch schon das Beste. Das heißt was. Ja. Das war jetzt so ein richtiger Saftladen, wo wir da waren. Alter, welche Sorten gab's? Was? du Kobold. Du warst ja schlecht. So, ich war gerade auch erstmal verwirrt. Ja, wir sind da dann eben mit dem Lift so hochgefahren mit der Gondel. War halt relativ hoch auf dem Berg eben. Waren auch überall Schnee. Wir kommen so in das Gebäude, das sah von außen so okay aus. Da war überall Schnee, während ihr Skifahren wollt? Echt? Ja, fand ich auch krass. Wann dann eben, ich fand von außen, das sah okay aus, jetzt nichts Krasses, aber was erwartet man von so Jugendherberge? Dann waren eben, da waren eben irgendwie 3 oder 4 Klassen. Die Jungs sollten alle im Keller die Räume. Und die Mädchen waren im ersten Stock. Hätte ich an sich auch kein Problem mit, bin eh ein Kellerkind. Ich muss nur kurz. Ja, ihr seid alle Kellerkinder. Ja. Das Problem war, ich bin dann direkt mit den anderen aus meiner Gruppe da in den Raum gegangen. Natürlich, was ist so das Wichtigste, wenn man ganz oben auf dem Berg ist? So Winter, überall Schnee, was ist da das Wichtigste? Hosen einfach. Nein. Ja. Was ist da beim Zimmer das Wichtigste? Fenster den ganzen Tag auflassen. Ja, nee, das konnten wir alles selber bestimmen. Nee, die Heizung. Und wir hatten auch eine Heizung, so ist es nicht. Die lag auf dem Boden. Die war von der Wand abgefallen, lag auf dem Boden. Geil. Wir hatten da zwei. Aber dann, wenn die da abgefallen ist, dann müsste doch Wasser rauslaufen, wenn die an ist, eigentlich. Nee, die hat sich irgendwie nur von. Keiner weiß nicht. Die hatten das irgendwie auch schon gerallt. Das haben wir auch Bescheid gesagt. Hat auch irgendwie gesagt, ach ja, wollten wir doch vor 2 Wochen schon mal was machen. Danke. Also hört sich schon nach einem tollen Laden an, wo ihr da wart. Ja, der Laden ist der letzte Bullshit.
dann waren eben da auch noch, wir waren da zu sechst im Zimmer immer. Alter, das reimt sich, ich soll Rapper werden. Ist auch los. Und das waren so zwei Hochbetten und so ein Doppelbett. Die Hochbetten waren... Oh nein, wer im Doppelbett ist, ist schwul. Ja, danke, ich war im Doppelbett. Alles klar, diese Lache. Das war Absicht. Das war dann eben schon toll. Die Hochbetten waren okay, aber dieses Doppelbett, das stand nicht mal gescheit auf irgendwelchen Beinen oder so. Das hatte da lag einfach... eine Matratze auf dem Boden. Nein, nein. Das war schon so ein Bettgestell, aber das wird von so einem Holzblock, der da drunter lag, gehalten. Alter, was war das für eine Team-Kombo? Ja, ich hab extra gewartet. Ich bin schon tot. Das aber ich bekomme auch die ganze Zeit nur tolle Charaktere. Ich glaube, das war eine Smeo zu der. Das war keine Team-Kombo, es war eine Baum-Kombo. Speicher das ab. Ja, mache ich auch. Das war dann eben nur auf so einem einzelnen Holzblock. Man hat gesehen, das kann so jeden Moment auseinanderfallen, diese Scheiße. Aber ja, das ist zum Glück nicht passiert. Irgendwie die Nebenräume haben wir mitbekommen. Hatten Heizung, ja, schön und gut. Die hatten nur Hochbetten auch. Wir hatten also schon einen Scheißraum. Natürlich war es sowieso viel zu eng. Wir haben da gefühlt unser Gepäck gar nicht reinbekommen. Deswegen, erster Tag hat dann relativ normal gewirkt. Hatten auch noch nichts Besonderes gemacht. Alter, ich dachte schon, das tötet mich jetzt echt auf den Prozenten. Fuck, ich werd gebaumt. Aber dann am zweiten Tag, oh fick dich! Am zweiten Tag war dann schon im Nachbarzimmer, irgendwie 5, 6 Uhr morgens, ist auf einmal so übelst laut Krach gewesen, sind wir aufgewacht, haben uns gefragt, was zur Hölle ist das? Da ist auch die Heizung. Nein, nein, nein. Da ist ein Hochbett zusammengebrochen. Da lagen welche drin auf beiden Etagen. Oh. Ist zwar da nichts Schlimmeres passiert, soweit ich weiß, aber sollte nicht vorkommen. In der Klassenfahrt in der 5. hat einer mal sein Hochbett auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und es hat gehalten. Sollte halt nicht vorkommen. Ja. Ich glaube, das war der Bofrostmann, der das gemacht hat. Ah, der Bofrostmann. Wisst ihr, was das Tolle ist? Das war noch der angenehme Teil von der Skifreizeit. Irgendwie Skifahren fand ich sowieso scheiße. Ich war da auch in der allerkrassesten Gruppe. Ich bin noch nie Ski gefahren. Ja, ich war da auch in der Gruppe, bei denen man bemerkt hat, die Lehrer haben sich gefragt, wie wir es überhaupt auf den Berg geschafft haben. Und war halt scheiße, aber das war mir eigentlich Schnuppe, hat mit nichts anderem gerechnet. Ja, Sheik Forward, er hat getötet, ich glaub's auch nicht. Dann haben wir so weitergemacht. Das Essen war an sich schon echt scheiße, hab gespeichert. Das Frühstück, Klassenfahrtessen, was erwartest du? Ja, das Frühstück war an sich immer geil. Aber irgendwie teilweise zum Beispiel, ich glaub, die haben das Zeug, wo sie das Essen drin machen, gar nicht sauber gemacht. An einem Abend gab's Fisch... War okay, am nächsten Abend gab's Hühnchen, der hat so nach Salzwasser geschmeckt. Das war so dumm. Dann irgendwie, ich glaube, das war der dritte Tag, bin ich so in der Nacht aufgewacht, war mir übel schlecht. Letztendlich war ich dann krank, durfte direkt auf Quarantänezimmer, was wir da hatten. Oh fucking, jetzt haben wir Simon, willst du mich flachsen? Ich bin's vor allem. Oh nein, vorhin hatte er doch erst Richter. Eben. Alter, mit dem Feuerball gekombot, wie krass. Marius, Feuerball ist ja so stark. Ja. Da war ich dann halt direkt krank. Bin ich auch noch froh. Ich war so einer der Ersten, irgendwie der Dritte im Quarantänezimmer. Bald da waren drei insgesamt. Am Anfang. Später war das Zimmer zu klein. Okay. Okay, das ist traurig. Da komme ich noch dann zu. Dann war das Essen bestimmt toll. Ja, nee, das lag nicht am Essen. Das lag nicht am Essen. Echt? Wir sind beide gut. nee, ich bin halt immer noch froh, dass ich da so früh drin war. War halt scheiße langweilig. Ich musste da irgendwie 2,5 Tage durfte ich mich nicht aus dem Bett rausbewegen. So. Ich durfte mich nicht... Den hatte ich... Also ich hatte sogar sowas in der Art und ein paar Bücher, aber... Wenn man 2,5 Tage lang da durchgehend drin hockt. Ja, stimmt.
wie gesagt, ich durfte mich nicht mal aus dem Bett bewegen, nicht mal im Raum. Nur wenn ich auf die Toilette musste. Nur wenn ich auf die Toilette musste. Und also dann werde ich den ganzen Tag pissen müssen. Da habe ich immer auch noch so tolle, komische Medizin zum ins Wasser tun so bekommen. Die hat geschmeckt wie Scheiße. Waren eben noch so ein paar andere, wir haben da nur Scheiße gelabert. Das war eigentlich ganz cool. Ich kannte die vorher nicht, die da waren. Aber dann auf der Englandfahrt, eben 2 Jahre später, haben wir dann wieder irgendwie abgehangen. Die waren dann zum Beispiel auch beim Hakuna Matata-Mann dabei. da war ich eben krank, hab schon von außen mitbekommen, die haben anscheinend richtig nur Kacke gemacht. Irgendwie abends hin und wieder dann halt Filme geguckt oder so Werwolf gespielt, weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ja, Werwolf ist super. Okay, jeder kennt das. Ja, Werwolf ist auch toll. Das haben wir immer so gerne gespielt. Das fand ich voll scheiße, dass ich da nicht dabei war. Bei uns haben auch immer die Lehrer mitgemacht und wurden dann von den Schülern gemobbt. Wir haben immer die Lehrer fokussiert. Das ist klar, dass sowas passiert. Das Beste war aber, dass irgendwie die Lehrer, die sind immer alle auf einen Schüler gegangen. Immer auf denselben. Einfach so Gruppenmobbing. Der hat aber auch nur Scheiße gelabert. Da war ich dann eben nach irgendwie 2,5 Tagen wieder draußen aus Quarantäne. Und da hat schon langsam begonnen, dass sich das Zimmer mehr füllt, als ich da rausgekommen bin. Am Ende waren so viele krank, dass wir die Skifreizeit einen Tag früher beenden mussten. Und dann, wir wären eigentlich irgendwie am Mittag vom Freitag abgefahren, haben dann schon Donnerstagabend einen Bus genommen, sind zurückgefahren, weil eben echt so viele krank waren, wir gar nichts mehr da machen konnten. Und später, noch ein bisschen Recherche, haben wir rausgefunden, das war nicht mal das erste Mal, dass es sowas bei dem Laden da gab. Irgendwie die 2-3 Gruppen, die vor uns da waren, hatten auch alle schon eben so eine Epidemie gefühlt. Und auch im Jahr davor war schon eine Gruppe von meiner Schule da. Und da hatten sie das auch schon. Deswegen, warum sind die da überhaupt hingegangen? Guter Kill. Ich weiß. Ich verstehe halt nicht, warum die da immer wieder hingegangen sind. Ich habe gehört, im Jahr danach auch schon wieder. Aber danach haben sie es endlich mal gelassen. Seitdem waren sie nicht mehr da, offensichtlich. Was auch toll ist, wegen eben, bei den Jungs war ja alles scheiße, wie gesagt, bei diesen Zimmern. Die Mädchen hatten anscheinend so richtig geile Zimmer noch mit Balkon, alles super ausgerüstet. Fand ich auch faire Behandlung. Letztendlich war ich dann halt die meiste Zeit bei der Skifreizeit in Quarantäne. Nice. Und dann war eben noch, Corona sein Cousin. Das war wirklich die geile Skifreizeit. Du hast Corona mitgebracht von der Skifreizeit. Alter, der Felgenpunch-Kombo. Hä, wo waren das? Oh nein, jetzt sind hier zwei Felgenpunchs. Ja, das war's dann eigentlich auch bei der Skifreizeit. War schon geilste Klassenfahrt so. Geilste Klassenfahrt, hatte ich gar keinen Bock eigentlich danach auf die Englandfahrt, weil ich schon dachte, da kommt wieder so eine Scheiße. Aber die war dann eben viel besser. Auch wenn es da halt geil war. Wir waren da alle so bei Gastfamilien. Oh fuck. Wir waren alle so bei Gastfamilien und die Lehrer waren dann teilweise auch bei Gastfamilien und bei uns war halt ein Lehrer gleich in derselben Familie noch dabei. Aber war eigentlich ganz interessant. Wir haben dann beim Frühstück halt immer über irgendeine Scheiße geredet. So Paralleluniversen oder Shrek oder so. At first we need to talk about Parallel Universe. Ja, halt wirklich genau so. Au, ich wurde gefistet. Geil. Ja, das war's dann bei mir erstmal. Bei uns in der 5. Klasse war auch Lehrer. Der Lehrer so in einem, da hatten wir halt so unsere Klasse, da gab's halt so kleine Häuser quasi. Und die Jungs hatten so ein Haus halt. Und die Mädchen auch. Und bei uns war dann halt Lehrer da, auch in dem Jungshaus. Und der war eigentlich nie da. Der kam erst um 10 Uhr oder so. Und auch dann hat es ihn nicht interessiert, wenn man super laut war.
Ja, bei uns in England wollte die eine Gastfamilie fast welche rausschmeißen, weil die zu laut waren. Bei uns war die Gastfamilie so laut, dass wir nicht schlafen konnten. Die hatten irgendwie immer so Verwandte da, die haben erst um Mitternacht zu Abend gegessen, dann noch mit so 8 Verwandten. War schon geil. Alter, oh nein, was? Ness, Alf und Olima, wo sind wir denn hier? Boah, Pikmin 3 Deluxe. Beste Ankündigung des Jahres. Ich find das auch so dumm. Irgendwie voll viele Leute sind jetzt übel gehypt auf Pikmin 3 Deluxe, aber beim Paper Mario haben sie alle gesagt, scheiße. Hört ihr mich noch? Ja, hör ich. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Stories? Ich hab eine raus. Und mir ist übrigens, mir ist nebenbei noch was eingefallen, was nicht auf der Liste ist. Und zwar, das erzähle ich jetzt einfach mal, in der 5. Klasse bei der Klassenfahrt, das war toll. Da gab es halt die Leute, die früh pennen und früh aufstehen. Und es gibt die Leute, spät pennen und spät aufstehen. Ja, jeder und normale einer, Mensch. Ich war so in der Mitte. Ja, ich bin auf jeden Fall spät. Und einer ist die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Ich war im Hochbett, er lag unten beim Schlafen. Ich erzähle gerade Schwachsinn, weil ich halt Smash spiele. Da kann ich nicht gleichzeitig denken. Ja, das merkt man, denke ich, hier immer. Ja. Und er hat halt die ganze Zeit unten gegens Hochbett getreten, so zwischen diese Holzbalken, was richtig nervig war. Bis er aufs Klo ging, da habe ich einfach das Fenster aufgemacht und seinen Kanten einfach das Deckelkissen und so rausgeworfen. Weil er hat geschossen, deswegen konnte er es schnell wiederholen. Und dann kam er halt wieder aufs Bett gesetzt und alles ins Bett gelegt, da hat er gemerkt, dass einfach alles weg war. Da hat er das Zeug wieder geholt und endlich die Klappe gehalten. Da hatte ich noch was vergessen bei der tollen Skifreizeit. Weil nachdem ich in Quarantäne war, die haben da auch, weil ich das ja benutzt hatte, meine Bettwäsche zur Sicherheit draußen hingelegt, so in so einem Müllsack, draußen mitten in Schnee. Und die musste ich dann benutzen. War gar nicht kalt. Das fand ich schon sehr angenehm. Christian, hast du vielleicht noch was? Ja, du hast bisher noch fast gar nichts gesagt. Ja, ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt nichts so wirklich ein. Warte. An sich ein, zwei Sachen habe ich ja auch. Ach ja, nicht. Mir fällt was ein. Das war in der 3. oder 4. Klasse. Da war er dann dumm genug. Doch, wir hatten eine. Da war einer dumm genug, um aufs Dach zu steigen und da runter zu springen. Was? Ja. Was für ein Dach, wie hoch? Ich weiß nicht, das war glaube ich so. Also schon so 2 Meter. Also es war so ein Vordach, weißt du. Ja, okay, also jetzt keine so 20 Meter, ne? Es war jetzt nicht, wie man, dass man irgendwie sterben kann, aber der Typ hat sich schon ein Bein gebrochen. Genius. Also, Also bei mir in der 3. Klasse hat einer auch was sehr Intelligentes gemacht. Und zwar, da war bei dieser Jugendherberge im Keller Getränkeautomat halt. Und er wollte sich eine Cola holen. Und er sagt so, ja, hey, schmeiß zweimal 1 Euro ein. Und der so, was passiert, wenn ich... Und der so, ja, keine 2-Euro-Münzen. Was passiert, wenn ich dann 2 Euro reinwerfe? Wirf 2 Euro rein und es bleibt stecken. Der große Typ kommt die Maschine aufmachen und das 2-Euro-Stück rausholen. Wow, das ist aber auch scheiße, jetzt mal im Ernst. Hä? Das kostet 2 Euro. Chill, war echt riesig, über das halbe Glas. Ja, ist dumm, wenn man es macht, aber auch dumm gebaut, die Maschine, jetzt mal im Ernst. Ja, ja. Die hat nur 1,50 Euro angenommen. Nur mein Ziegelstein raus. Ach so, ja, der Ziegelstein. Ja, das war einer der dümmsten Streits. Oha, Doppel-K! Oh mein Gott, nein. Von Doppel-K und Pikachu. Und du hast Pikachu, Noah. Letztes Mal ich und Christian Pikachu gegen K-Rool. Da hab ich mit K-Rool gegen Doppel-Pikachu gekämpft. Eben.
Oh, jawohl, ich hab zwar nicht meinen Skin, aber juckt nicht. Was ist denn dein Skin? Der gelbe. Pissgelbe. Ja, den mag fast keiner. Hier rüber. Okay. Schade. Warte, ich mach ihn kurz weg. Ja, also bei diesem tollen Streit, es hat da damit angefangen, dass so ein fetter Bube bei den Weg. Das benutze halt, um den Typen zu umschreiben, weil ich keinen Namen habe. Ah, sehr gut! Der hat da ins Mädchenzimmer reingespannt. Und das hat halt dann ein Mädchen mitbekommen und ihm Deo in die Augen gesprüht. Ja, und dann. Am nächsten Tag wollte er sich dafür rächen. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich hab der einfach ins Gesicht geschlagen. Und er hat sich gerecht, indem er einfach einen Backstein genommen hat und dem Mädchen voll ans Schienbein geworfen. Warum? Weil dieser Typ bei der größten Nase, die ich kenne, ist. Der Typ hat mir übrigens mal Brennnessel in die Nase gesteckt. Das war auch auf der Klassenfahrt. Auf derselben? Ja. Und ja, danach war der Streit vorbei und dieses Mädchen hat erstmal den ganzen Tag lang, habe ich die nicht mehr gesehen. Ja, gut. Ja, Digga, dann brauchst du eine Brille. Deshalb hatte ich eine. Oh, ja. Das macht meinen Witz viel besser. Mittlerweile habe ich keine mehr, weil ich draufgetreten bin. Diese Technik sollte nicht funktionieren, tut's aber. Meinst du jetzt Smash oder auf die Brille treten und keine mehr brauchen? Nein, ich meine jetzt schon Smash. Beides. Also, ja, beides, ne? Du bist Wunderheiler. Ja, und auf derselben Klassenfahrt ist auch was Tolles passiert. Also Christian, du kennst ja den ersten Deplev. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Der Typ, der in die Pfütze gesprungen ist. Ach so, der Deplev. Der erste Deplev. Der war die erste Nummer 1. What the fuck? Übrigens, in unserer Klasse gibt es eine Tradition, und zwar gibt es die sogenannten Deplevs. Das sind die größten Spasten der Klasse. Digga, ich bin alle. Ziemlich die Idioten. Aber nicht die Assi-Idioten, sondern die netten Idioten. Alter, das wäre erst recht ich. Bis auf einen Typ, der wurde später Assi. Und davon gab es insgesamt 5. Lerner ist übrigens der 5. Und das war halt der erste. Und auf der Klassenfahrt hat der sich gedacht, ich will jetzt einfach mal testen, ob ich in diesen Spind reinpasse. Geht in den Spind rein. Das passiert natürlich, nimmt einer einen Stuhl und setzt sich davor. Sodass er erstmal für 10 Minuten oder so nicht mal raus kann. Danach ist der. Alter, wie stark Samus. Ich hatte Angst vor Game & Watch. Eigentlich weggegangen. Hat den Stuhl aber stehen lassen. Das hat er nicht gemerkt, dass er den Stuhl einfach wegschieben könnte, weil der Typ weg ist. Und deswegen war er noch 20 weitere Minuten in diesem Spind drin. Hat sich danach voll aufgeregt, dass wir ihm nicht gesagt haben, dass er weg ist. Ja, gut. Bis gerade eben hatte ich Angst vor Game & Watch. Dann habe ich gesehen, dass das andere ein Glurak ist. Yay, Side B auch. Tot. Ich stehe einfach da und drück nix. Das funktioniert. Oh, fuck. Was zum... Ich hatte 0%. Ja, Kill-Prozent. Kill-Prozent? Ey, diese scheiß 9 von Game Watch. Tschüss. Das war nicht die 9. Das war keine 9, das war ja Papierkorb. Das ist ein Eimer. Ja, ist mir doch scheißegal. Nicht mal ein Papier-Eimer. Woher? Flammenblitz. Ach so, danke für die Info. Also hier für die Zuschauer, hier gibt es so ein paar Traditionen. Wenn man Rob oder Ryu Ken spielt,
dann dreht man sich die ganze Zeit nur. Wenn man Glurak spielt, dann Flammenblitz. Und wenn man Bowser ist, dann grabt man den Gegner und springt mit ihm von der Stage. Außerdem werden fette Leute gebullied, Alter. Und Alter, Chrom. Chrom ist Spitzenklasse. Ich schieß mal rein. Alter, ich glaube, wir müssen langsam die Trierfahrt auspacken, oder? Oh mein Gott, die Trierfahrt. Die Trierfahrt habe ich schon erstmal nicht auf die Liste gemacht. Also, die Trierfahrt war toll. Also, auf der Hinfahrt war ja, sind direkt wir so am einen Anfang Tag, ist sind einer so ein, der einer der einen Tag am Morgen einfach nach Trier und dann am Abend, ich keine Ahnung, um 5 waren wir wieder da. So. Der erste. Ihr seid über einen Tag dahin gefahren. Ja. Ja, es war sehr sinnvoll. Aber es ist der Geburtsort von Karl Marx, also hat sich's gelohnt. Ja. Ach so, ja dann. Also. Der vierte Deplev. Da war er noch nicht ganz Deplev, aber es hat ihn zum Deplev gemacht. Ja. Da war tatsächlich das Beste die Hinfahrt. Ja, aber der Rest war auch toll. Ja. Das war zumindest keine 7 Tage, wo die Hinfahrt das Beste war. Ja. Also auf der Hinfahrt direkt am Anfang war da halt so eine Baustelle und der Depp hat direkt neben gesagt, der Schule. Oh geil, Bauarbeiter. Das war halt so ein halbnackter Bauarbeiter und der Depp hat so gesagt, schon mal wer erzählt. Geil, da steh ich drauf. Ich glaube, das hat mir der Leander schon erzählt, sowas. Auf der Hinfahrt steht bis heute, dass der auf Bauarbeiter steht. Ja, er kriegt's auch nicht mehr los. Dann auf der Hinfahrt haben wir ihnen die ganze Zeit Bilder von Bauarbeitern gezeigt. Ja, wir hatten halt Handys. Wir durften auf der Hinfahrt Handys und so haben. Oha! Und da haben wir halt, solange wir keine laute, nervige Musik spielen, da haben wir halt die ganze Zeit Bilder von Bauarbeitern gegoogelt und ihm gezeigt. Mittendrin ist er zur Toilette gegangen, nachdem ich ihm ein Bild gezeigt habe. Kam ich weiß genau, zurück. Was... Oh nein, ich bin jetzt weg. Und ja, dieser Typ hat mit ein paar anderen Leuten aus der G8-Klasse, die G8-Klasse ist übrigens an unserer Schule, war die dümmste Klasse an der ganzen Schule gefühlt. Bei uns war es halt wirklich die Streberklasse, die man denkt so. Aber gefühlt auch die einzigen, wo nicht irgendwie schon alle Drogen genommen haben. Ich hab das doch nicht. Ja, gut, die G8-Klasse waren halt nur so Deppen. Und ja, die da haben die Zeit irgendwelche Posts rumgeschickt und anderen Leuten gezeigt im Bus. Und die waren halt auch so toll getan. Nice. Zum Beispiel, da war so ein Kuchen mit 20.000 Wunderkerzen drauf und denkt zuerst so, oh, das brennt dann. Mittendrin wird dann so weggeschnitten, dann ist es halt, ja, Gabe. Super! Das wurde die ganze Zeit rumgeschickt. Haben die ganze Zeit gemacht. Und was habt ihr für eine G8-Klasse gehabt? Eine asoziale und die Klasse der Schule. Ich war ja auch selber in G8, deswegen. Und auf dieser Trierfahrt haben wir auch so tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel einfach das ganze Zeug, so den ganzen Müll, der sich mit da angeht. Wir durften dann so eine Stunde in der Stadt. Und da haben wir dann einfach so den ganzen Müll, der sich da angesammelt hat, von dem, das gekauft wurde, einem Typen in den Rucksack gestopft und sich dann drüber aufgeregt, dass er seinen Müll nicht wegräumt. Weil wir halt dann so viel reingestopft haben, dass der übergelaufen ist. Nice. Ja, und auf der Trierfahrt, auf der Hinfahrt, haben auch die ganze Zeit irgendwie. Haben auch die ganze Zeit Leute Fotos von anderen gemacht. Die habe ich bis heute noch. Ja, ich auch. Also aus irgendeinem Grund hat Noah ein Foto vom Arsch von dem Deplev. Ich weiß nicht wieso, aber er hat's. Aha, das musst du mal erklären. Er hat's halt einfach. Ich hab so nach hinten fotografiert und der hat halt gerade nach hinten geschaut. War tatsächlich nicht mal geplant. Ja, das sagen sie alle. Ich wollte gerade auch sagen. Das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Ich glaube,
Da ist auch so ein Bild von mir entstanden, wo ich einfach so in Ultima Pedo. Das Schlimme ist, so ein. Das hab ich nicht, leider. Von mir gibt's auch so ein Bild, wo ich ultimativen Pedoblick hab. Das Blöde war, das war das Foto für Schülerausweis. Wir waren uns nicht einig, ob es eher Pedo ist oder eher so Folgestraftäter, der schon irgendwie 20 Jahre im Knast war und voll besoffen ist. Ja, gut. Warum nicht beides? Das weiß man nie Fotos? Bei. Das weiß man nie bei den Schülerausweisfotos. Bei mir sind so meistens. Dieses Jahr war es sogar okay. Also, ich habe hier tatsächlich Schülerausweis neben mir. Auf diesem Bild sehe ich aus wie der Typ von diesem Stop It. Get some help. In diesem Video. Und auf den, einen Schülerausweisbild, wo ich Brille hatte, sah ich aus wie der Streber. Das wird gerade jetzt hier ein bisschen abgehackt von Discord. Wie sahst du aus? Wie der ultimative Superstreber. Ist er doch auch. Soos. Soos. Ich bin kein Superstreber. Ich lerne fast gar nicht. Ich wurde gerade geschirmkombot. Die auf der Trierfahrt haben sich die ja auch irgendwie zu zweit irgendwie 8 Big Macs gekauft oder so. Ja, die haben sie dann später noch im Bus gekauft. Ja, stimmt. Wow. Digga, ich würde mir allein so viel kaufen. Die Trierfahrt war schon echt legendär, Alter. Ja. Allgemein, so Fahrten mit der Schule sind immer. Ja, es kommt auf die Klasse drauf an. Wer kommt auf die Klasse an. Wenn man halt so eine Klasse, wo nur so dumme Leute sind, wie der zum Beispiel einen Lateinkurs hat, dann, dann ist es toll. Alter, du bist schon tot. Gönn dir. Alter, das wäre ich auf jeden Fall mit Little Mac gewinnen. Ich find's halt auch toll, so kleine Ausflüge teilweise so. Nur. Ach, sag du erst mal. Ich hab noch was, was auf einer Klassenfahrt passiert ist. Ein legendäres Zitat, und zwar: Jetzt nimm doch mal die Hand von meinem Ding. Jetzt nimm doch dein Gesicht von meinem Ding. Und jetzt nimm doch mal dein Ding von meinem Ding. Das habe ich auf der Klassenfahrt in der 7. gesagt. Ich war nämlich so oben auf dem Bett und es war halt dunkel und ich hatte so meine Taschenlampe in der Hand, wollte die gerade in den Rucksack stecken. Dunkel? Ja. Hast du gerade gesagt, du warst dunkel? Es war dunkel, so. Habe ich gesagt. Ich wollte so gerade so meine Taschenlampe in den Rucksack machen, habe die halt angemacht, weil ich sonst meinen Rucksack nicht gefunden hätte. Und unten, der Typ hat sich so aufgeregt, weil er schlafen wollte, geht dann so hoch und greift einfach so mit der Hand so ins Bett und also an meine Taschenlampe halt. Und mir ist das Wort für Taschenlampe nicht eingefallen, da habe ich halt Dingen gesagt. Und jetzt nimm doch mal die Hand von meinem Ding. Dann kam er da mit seinem Gesicht, hat die so genommen, an sein Gesicht gehalten, jetzt nimm doch mal dein Gesicht von meinem Ding. Und dann hat er da seine eigene Taschenlampe. Hat er so mit seiner Taschenlampe in die Hand gemacht halt. Mit seiner eigenen. Dann jetzt nimm doch mal dein Ding von meinem Ding halt. Will mal wer ein Erstmal springen. Bett nebenan haben sich auch schon, im Hochbett nebenan haben sie schon gefragt, what the fuck? Ja. Kann man ihn nicht verübeln. Habt ihr aber eigentlich auch diesen einen in der Schule oder in der Klasse, der nie die Wörter weiß und gefühlt alles nur Ding oder Zeug nennt? Das lernt er. Boah, ich finde das so schlimm. Im Matheunterricht dann zum Beispiel hatten wir da die ganz tolle Erklärung. Da muss man mit dem Zeugs dingsen, um dann den Kram da rauszubekommen. Oh, jetzt verstehe ich. Ja, ist so. So hört sich Mathe für mich immer an. Ja, same. Aua. Alter, einfach 17 Mal geforward, er hat gefühlt. Ja, also, ich hab da kein Problem. Will mal wer reinspor? Ja. Ich bin tot. Gönn dir. Alter. Digga, wie stirbst du so schnell? Er stirbt, indem er da das Ding dann so da macht. Ach so! Jetzt wissen es ja, auch das die Ding Zustand. Ist auch echt so ziemlich so ein Teil halt. Ja, okay. Okay, ja, dann ergibt es Sinn. Okay. Und
bevor das passiert ist, sind wir übrigens ein bisschen durch diese Jugendherberge gelaufen. Ich und so ein paar andere. Und da haben wir den besten Raum überhaupt gefunden. Und zwar, es war ein Raum, wo ein Kühlschrank stand. Und in dem Kühlschrank war Bier. Das wurde natürlich sofort mitgenommen von allen Leuten. In den Raum geschleppt. Bombenprank. Ich habe auch noch so ganz kleine Geschichte von so einem Ausflug. Ich denke, das macht fast jeder irgendwie so, wenn Weihnachten so bald ist, dass man dann mit der Klasse mal auf den Weihnachtsmarkt geht vor den Ferien. Ja. Wir sind dann halt so in Vierergruppen rumgelaufen. Und da ist so der eine Typ, den kennt man auf dem Kanal auch schon, mit dem habe ich mal ein Video gemacht. Ist halt richtiger Streber. Ach so, der Typ. Pingo Magic heißt der auf YouTube, weiß ich nicht. Ja, da habe ich versucht, ihm Smash Bros. Beizubringen, habe ihm eigentlich gesagt, spiel Yoshi und drück alles außer Side B. Er hat nur Side B gedrückt, das ganze Video. Das war toll. Alter! Ja, und was ist mit dem? Da waren wir eben zu viert so unterwegs, hier. Ich will gerade einen Ort nicht sagen, wo der Weihnachtsmarkt war. Halt, ihr wisst ja, welche Stadt ich auf die Schule gehe, ne? Ja. Ja, halt da im Ort der Weihnachtsmarkt. Das ist so ein scheiß Weihnachtsmarkt. Ja, ich mag den eigentlich. Vor allem, die haben so einen Stand, der ist saugeil, wo die so Suppe verkaufen, die so im Brot drin ist. Was? Gibt's auf vielen Weihnachtsmärkten. Ja, das okay. Ist saugeil, ich liebe das. Und Der Weihnachtsmarkt ist auch das Einzige, was okay ist an der Stadt da. Hä, die Stadt ist voll cool, was laberst du? So ganze Innenstadt, ich gehe da voll gern hin. Ja, geht eigentlich. Nee, aber das war dann eben, wir waren da zu viert da. Wenn du daran stirbst, schade. Scheiße, ich bin gerade ein bisschen dumm. Wir waren zu viert da, sind da rumgelaufen die ganze Zeit, sind auch immer wieder am Karussell, das da halt in der Mitte stand, vorbeigekommen, weil, ne, tut man logischerweise, wenn man da so rumläuft. Ja. Und irgendwie sind wir 5, 6 Mal vorbeigekommen und irgendwie beim dritten oder vierten Mal kommt dann auf einmal dieser Typ an, so komplett überrascht und sagt uns so, Alter, guck mal, das dreht sich! Das hat keiner gereiht, wo das auf einmal herkommt. Wir ziehen den immer noch damit auf. Immer, wenn irgendwas ist. Alter, guck mal, das dreht sich. Oh, Crumb. Alter, jetzt ist der Karussell Rob, oder was? Wir wissen halt, ey, ich hab die Stage doch deaktiviert. Oh, yeah, Battlefield. Ich hab die deaktiviert. Was denn das? Ja, Plot Twist, ich glaube, ich habe aus Versehen das normale Battlefield deaktiviert. Oh je. Yeah. Das lassen wir ihn halt nicht vergessen. Das sind dann solche Alter, Dinge. Ja, das dreht sich. Solche Dinge wie, das ist belastend für mein Balsam. Wie ist das entstanden? Ich frage mich, das lebt immer noch. Das war einfach wirklich einer. Der hat so ganz toll überlegt, wie nennen wir es denn jetzt hier? Das Gegenteil von Balsam für meine Seele. Belastend für mein Balsam. Ja, und später ist dann, das ist belastend für meine Ricola-Kräuter-Original draus geworden. Okay. Da waren wir einfach so in der Mittagspause, hatten nichts zu tun. Wir setzen uns da immer in die Mensa, weil Oberstufenprivilegien natürlich. Alter, Penis ist auch Oberstufe. Yay. Was? Ach, was? Dein Penis ist auch Oberstufe? Alter, bin jetzt auch, habe ich gesagt. Ach so. Und da hatten wir halt einfach nur so eine scheiß leere Packung Ricola Kräuter Original Hustenbonbons. Warum hat das sowas überhaupt in der Schule dabei? Hat irgendwer geschenkt bekommen, weiß nicht warum. Und ja, damit haben wir da halt Scheiße gemacht, die rumgeworfen und da ist das entstanden. Ich hab immer noch im Schulranzen die originale Packung. Alter. Ich bin der OG. Das erinnert mich an was. Ich hab. Bundesjugendspiel ist ja jedes Mal toll. Ja. Ich hab mal die. Ey, das ist jetzt toll. Also wenn wir in der E-Phase sind, können wir da die Leute falsch bewerten. Weil so wisst ihr ja. Ja, wisst ihr eigentlich 3 Meter, schreiben wir mal 2,5. Hä, also bei uns im Jahrgang, das sollte gar keiner bewerten. Ich glaube, das ist Q-Phase, glaube ich, nicht E.
Schade. Egal. Aber wir haben es nicht mehr, das ist das Gute. Ich boah, war immer so freier Tag gefühlt. Und hab ich irgendwie zerrissen und in 10.000 verschiedene Spinde die Teile davon verteilt. Was hast du gefunden? Ich habe einfach in die Ritzen von den Spinnen Alter. Da habe ich die Teile von der Teilnehmerurkunde reingeschoben. Ach so. hatte die eigentlich mal was anderes als eine Teilnehmerurkunde? Ja. Ich glaube, ich hatte einmal eine Siegerurkunde. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. In der Grundschule sowieso. Hatte ich Sieger. In der Grundschule hatte ich immer Sieger und dann bei den allerletzten. Jetzt habe ich irgendwie auch noch mal Sieger bekommen, weil ich irgendwie beim Weitsprung ganz gut geballert habe und Sprint bin ich sowieso okay drin. Nur werfen kann ich halt gar nicht. Ja, ich hab. Aber ist nicht irgendwie bei jedem Werfen das Schlechteste? Bei mir ist so ziemlich Kugelstoßen das Einzige, was ich kann. Das ist so das Einzige, wo ich tatsächlich überm Durchschnitt bin. Bei allem anderen bin ich weit unterm Durchschnitt. Nee. Bei mir ist Werfen schon extrem scheiße. Ja gut, Werfen ist bei mir scheiße, Kugelstoßen nicht. Ja okay, wir hatten halt nicht Kugelstoßen, sondern so Werfen, ne? Ja, da hatte ich immer so, alle anderen so 35, 40 Meter, ich so. Ist gerade nicht mehr da. Ja eben, es war auch bei mir abgehackt gewesen. Ja, ich hab gesagt, ja, alle anderen hatten da immer, keine Ahnung, 30 Meter, 40 Meter und nicht so, die so zwei Schritte und ich bin beim Ball. Sehr gut. Nee, wir haben da auch noch was ganz Tolles. Ich weiß jetzt nicht, ob der YouTube-Algorithmus da was gegen hat, aber juckt mich nicht. Irgendwie, kannst ja rausschneiden und neu hochladen. Ja, könnte ich theoretisch dann, wenn's. Was ist, ist halt die Sache. Wir haben da Informatik, vor allem am Anfang haben wir halt so relativ praktische Dinge meistens gemacht und sollten da zum Beispiel ein kleines Quiz programmieren. Ich und eben derjenige, von dem auch das Belasten für meinen Balsam kommt, haben da irgendwie Scheiße gemacht. Wir haben beide Clash Royale gespielt und da dann ein Quiz drüber gemacht. Ich war mein Lern das Clash Royale klar. Der will die ganze Zeit in meinen, aber der ist zu high für den. Wir sind irgendwie, glaube ich, 500 lokal. Nee, aber. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ja, ich spiele es noch relativ aktiv. Ich hoffe, das kommt jetzt bald mal ein gescheites Update. Und wir haben da halt, ich weiß gar nicht, die Karte kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Die heißt Kampfheilerin, ist relativ neu. Und wir haben da irgendwann einfach begonnen, die immer nur noch Keilerin zu nennen. Ja gut, ich glaube, das sollte man tatsächlich rausschneiden. Ja. Kann einfach da an dem Ort sein. Einfach Victory auf Englisch hin. Nee, Victory auf Deutsch. Victory auf Englisch. Ich glaube, Victory ist Englisch genug. Ach. Scheiße, ich verliere das. Außer du machst das. Ja. Ich hatte keine Tinte mehr. Habt ihr auch euer Schülertagebuch immer? Nehmt ihr auch immer euer Schülertagebuch am Ende des Jahres, zerreißt es und wirft es in die Menge rein? Was für ein Ding! Ja, so Hausaufgaben. Ich hab seit der 5. Klasse keins mehr davon. Ja, wir bekommen das immer von der Schule. Nee, bei uns müssten wir das so kaufen. Wir werden immer ziehen, wir sehen immer am Ende des Jahrgangs sehr toll aus. Da sind dann zum Beispiel Schrauben drin oder ist einfach angemalt. Wir haben bei Leander über das komplette Schultagebuch von diesem Jahr Weed drüber geschrieben und 420. Noch ein paar Mal Weed. Anstatt ja. Weed. Geil. Unsere Klassenlehrerin hat sich sogar auch eine Traube drin in Leanders Heft. Was, eine Traube? Traube. Ach so. Fucking Weintrauben sind einfach revolutionäre Erfindungen. Das ist auch eine tolle Idee, einfach im Schultagebuch irgendwie Trauben zerquetschen, damit es so schön dreckig wird. Ist es sowieso schon, wenn es zum Leander gehört. Ja, Alter, du sollst den Rucksack von ihm sehen. Ja, das ist echt furchtbar. Da hat sich sogar unsere Biolehrerin mal drüber aufgeregt. Meiner ja, gut, ist aber Alter, auch so schlimm. Die Ernährungen, Alter. Scheiße. Das ist auch immer toll. Da haben wir mehr geredet als wirklich Unterricht gemacht. Und es war trotzdem besser als die wir davor hatten. Alter.
Wir haben diesen einen Lehrer. Ich weiß nicht, ob der schon jemals sinnvoll Unterricht gemacht hat mit irgendwem. Wir haben auch so einen, das ist mein Rallye-Lehrer, und ich sag, bei dem sage ich nein. Obwohl doch, ist teilweise sinnvoll, aber da passiert halt solche Sachen wie, dass man zum Thema Kirche in der NS-Zeit zu, warum schwarze Athleten besser rennen und schlechter schwimmen können bei den Olympischen Spielen. Was? Solche tollen Themenwechsel gibt es da zum Beispiel. Rennen mag ich eigentlich. Bring mal das Zitat ich weiß, was du meinst. Also, wir haben so über Todesstrafe geredet im Rallye-Unterricht. Und da hat einer eigentlich gefragt, ob es in den USA eigentlich nur für Mord gibt oder auch für Vergewaltigung. Und da hat der Lehrer gesagt, natürlich nicht, da sonst müsste man ja die komplette katholische Kirche erhängen. Das habt ihr auch schon mal erzählt. Ja, es ist halt fantastisch. Also, ich darf solche Witze ja machen. Ich bin Katholik. Ich darf solche Witze auch machen, Soos. Rallye mag ich aber eigentlich. Einfach nur, weil es entspannt ist. Wir machen in Rallye halt irgendwie gefühlt jede Stunde irgendein Theaterstück. Und jede das feiere ich. Nichts. Ich mache in Rallye Englisch. Ich mache in Rallye eigentlich auch nichts. Andere Hausaufgaben für andere Fächer und kriege am endlich mündliche ein. Am Ende. Ja, Rallye ist so geschenkt. Ich weiß nicht warum. Bei unserem Rallye-Lehrer kannst du sagen, hey, kann ich nicht ein 2 haben, und der gibt dir ein 2. Geil. Bei uns braucht man das gar nicht sagen. Nee, aber ich mag halt Theaterstücke sowieso, deswegen finde ich's cool. Ich meine, ich habe ja auch DSP gewählt. Ist auch so mit mein Lieblingsfach. DSP ist geil. Ich habe Musik genommen. Ja. Das hat bei uns jeder, der keine Ahnung hat. Der einfach auf nichts von Ahnung. 3 ich Bock hatte. Ich habe keine Ahnung von Musik, aber bisher habe ich es immer mit 3 geschafft. Bei uns der Lehrer, der verschenkt die Einsen wirklich. Alter. Der verschenkt die wirklich so sehr. Der hat so richtig grundschulmäßig einfach ein Sternesystem. Und man bekommt, wenn man einen guten Beitrag in der Stunde macht, einen Stern. Und wenn man jede Stunde im Jahr einen Stern hat, hat man sowieso 1+. Auf Deutsch, man muss sich einmal die Stunde melden. Einen Beitrag pro Stunde kriegt man hin. Ja, und wirklich, das muss nicht mal was Sinnvolles sein. Ich habe teilweise zum Beispiel einen Stern dafür bekommen. Einfach melden, und wenn man dann drangenommen wird, sagen, ja, ich muss aufs Klo. Nee, das jetzt nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen Stern dafür bekommen. Wenn man weiß, dass man, wenn man vor kurzem drangenommen wurde, kann man das ziemlich gut machen. Bei manchen Lehrern. Ich habe halt zum Beispiel da mal im Musikunterricht einen Stern bekommen, weil ich wusste, dass unsere Galaxie Milchstraße heißt. Im Musikunterricht? Echt? Ja. Dafür habe ich mir aber auch echt den Stern verdient. Irgendwer anders hat noch einen dafür bekommen, dass er wusste, dass die Nachbargalaxie die Andromeda-Galaxie ist. Und mit dem Lehrer schreiben wir halt auch gefühlt immer die gleichen Arbeiten, egal welcher Jahrgang. Ach was, ist es der, von dem du schon mal erzählt hast? Ja, der Musiklehrer, der so komplett lost ist. Inzwischen guckt er leider nicht mehr so wirklich Filme, weil der mit der Schulleitung Probleme hatte. Aber wirklich, früher, der hat mehr Filme geguckt als Unterricht gemacht. Und ich meine jetzt halt nicht so Filme über Musik oder so, ich meine Ice Age. Alter. Das war fucking Link. Wir haben mal im Deutsch-Vertretungsunterricht einen Film über Pilze, die aus den Köpfen von Ameisen wachsen, geguckt. Alter, so schöner Selbstmord. Das ist toll. Das war der Play, den keiner erwartet. Ja, Alter. Das stimmt auch eine Sache hier an die Zuschauer. Mit Link, egal welche Art, immer sich selbst in die Luft sprengen, ist der Play, den keiner erwartet. Ja, aber jetzt auch die ultimative Taktik, weil es einfach niemand erwartet und deswegen niemand kontern kann. Das war nicht geplant. Oh, schön. Ey, als ob der das noch rettet. Ja, natürlich. Erst 2 Wonder Wings verbraucht. Nice. Hui. Ich habe ja noch einen fetten Vogel. Wurdest du nicht weggenockt, nur? Können wir ändern? Oh.
Ah ja, auch so eine Sache. Immer, Alter, ich glaube, ich hab dich gerade mit dem, immer, wenn irgendjemand hier sagt, ich lebe noch oder sowas, heißt das, dass er in den nächsten 3,5 Sekunden sterben wird. Ja. Warum lebe ich denn noch? Er ist gestorben! Er ist wirklich direkt gestorben! Jetzt kommen meine krassen Banjo-Wombo-Kombos. Ich scheiß Granaten, du Hoden-Kobold. Ja. Sonst habt ihr sonst noch irgendwas zum drüber reden? Irgendwie einfach scheißegal, was würde ich jetzt sagen? Ja. Ich habe noch was Tolles, und zwar gab es noch von auf der Klassenfahrt in der 5. Klasse die Donutkreuzzüge. Was? Das kenne ich noch nicht. Die habe ich so genannt. Ach, und das Beste habe ich auch noch nicht erzählt, ist übrigens nicht das. Bei den Donutkreuzzügen gab es so, also da die, bei dieser Jugendherberge hat so, da gab es so Donuts, die man, die an einem Tag auf der Klassenfahrt konnten wir uns halt nehmen, da in der Küche. Also im Raum, wo man ist. Und die andere Klasse waren die richtige Arschlöcher und haben sich alle genommen. Danach sind einfach alle von unserer Klasse dahin gegangen auf den Kreuzzug, haben alle weggeschubst und uns die geholt, die wir, die eigentlich für uns waren. Ja, gut, hätte ich auch gemacht. Ja, ist so. Deus Bull. Da haben auch Lehrer mitgemacht. Das Beste ist immer, wenn Lehrer so mit... von denen durch den Donuts geholt. Deus Bullt. Deus Bullt. Ja, sehr gut. Och man, scheiße. Ich glaube, von dem Typen hier mit dem Nussriegel auf der Klassenfahrt habe ich schon einmal erzählt, oder? Nein. Doch, da war irgendwas, weil ich hab's vergessen. Nussriegel. Ja. Voller Nussallergiker, einfach Nussriegel. Ja. Der sich komplett gönnt. Der war halt so asozial, der Typ. Hatte ich ja auch schon erzählt, dass irgendwie die Lehrerin dann erwartet hat, dass ich mich um den kümmere, so ein bisschen. den hat halt echt keiner gemocht, egal ob Schüler oder Lehrer. Irgendwann später im Jahr, im Verlauf, ist der einfach nicht mehr aufgetaucht. War einfach weg. Ja, der war einfach weg. Wir wussten alle nicht, was ist. Ist der irgendwie krank oder so? Und irgendwann unser Mathelehrer hat uns dann irgendwann gesagt, ja, der hat jetzt die Schule verlassen. Und wir haben alle erstmal den Rest der Mathe-Stunde nur gefeiert. Der Mathelehrer hat auch mitgemacht. Da merkt man, der hat vieles richtig gemacht. Bei uns in der 7. gab es auch so einen, bei dem sich einfach jeder gefreut hat, dass er in der 8. nicht mehr da war. Ich stech dich ab, Amina Kolm. Schöne Rolle. Boah, ich überlege gerade, was. Okay, noch... warte, jetzt hab. Oh, mein PC hat gerade den Energiesparmodus angemacht. Schön. Nice. Hört ihr mich? Ja. In der Tat. Okay, gut. Leider. Also noch was Schönes. Nee, ich höre dich nicht. Also, ich erzähle jetzt eine Geschichte und ihr müsst. Also, ich sag, was passiert ist. Nee, ich sag das Ende von der Geschichte und ihr müsst erraten, was passiert ist. Oh Gott. Also. Da ist so ein Badezimmer, da sind zwei Jungs drin. Man hört plötzlich Schläge und Geschrei. Ach so. Und danach ist das ganze Badezimmer voll mit weißem, klebrigem Zeug. Was ist passiert? Sie haben Kleber getrunken. Irgendwer hat eine Shampoo-Flasche zerstört. Nein. Es ist passiert, dass ich da drin war und Zähne geputzt habe. Auf der Klassenfahrt. Und irgendein Typ hat mich die ganze Zeit genervt. Bis er mich irgendwann weggeschubst hat, weil er Zähne putzen wollte. Ja. Danach hab ich ihn mit meiner Zahnpastatube verprügelt. Und ja, die ist dann halt dabei aufgeplatzt und das ganze Zimmer war voll damit. Und die Tür war halt offen, deswegen war es nicht nur im Bad, sondern auch im Schlafzimmer halt. Du hast das jetzt vor allem extra so erzählt, weil du wusstest, wie falsch das klingt, ne? Ja, natürlich. Warum denn sonst? Ist bei euch auf der Klassenfahrt das schon mal... Das ist übrigens 20 Minuten, bevor wir gegangen sind, passiert. Also vor der Abfahrt. Und ja, da mussten wir uns halt beeilen, das wegzumachen. Was bei uns auf der Klassenfahrt sind einfach mal so
drei oder vier Typen von der Asi-Gruppe in unser Zimmer gekommen, mit so einem offensichtlich präparierten Oreo, in dem Zahnpasta reingemacht haben. Und die lachen auch noch so wie Besoffene. Total unauffällig. Und das Witzige ist, den Tag zuvor habe ich den, der im Hochbett halt unter mir lag, habe ich dem ein Oreo geklaut. Der war so richtig salty darüber, dass ein Oreo gefehlt hat, und er hat gedacht, dass die den Oreo geklaut haben. Und ich sitze da und sehe in der Ecke, denke mir so, ja gut. Ja, die waren's. Ich dachte mir so, ja gut, da ist nur noch ein Oreo übrig, der ist jetzt meiner. Es lag vor allem auch noch auf meinem Bett, warum auch immer. That's kinda gay. Ah, fuck! Ich dachte kurz, ich sterbe. Bei uns auf der Klassenfahrt in der 7. gab es so ganz lustige Leute aus der Parallelklasse, die die ganze Zeit zu uns im Zimmer gegangen sind, einfach die Tür aufgemacht haben und weggelaufen sind. Gab es solche Leute eigentlich auch bei euch? Nee, wir hatten nur den Obdachlosen aus dem Rallye-Unterricht. Ach, der Obdachlose aus dem Rallye-Unterricht? Ja, der saß immer vor unserer Tür und hat gebettelt. Wir wissen immer noch nicht, worum. Er weiß selber auch nicht, worum. Aber der saß einfach nur vor der Tür und hat gebettelt. Bei der Skifreizeit war das. Fick dich. Boah, jetzt stirb. Danke. Und, da sind die ganze Zeit Leute aus der Parallel. Und haben uns die Tür aufgemacht. Bei uns hatten halt alle Jungs ein großes Zimmer. Einen großen Pimmel, lol. Ja, das ein großes Gang. Ja, und dann haben wir uns halt so aufgeteilt. Und sie dann alle so die ganze Zeit bei denen ihren drei Zimmern hingen ran, haben alle 5 Minuten oder so die Tür aufgemacht, wie sie sich so richtig aufgeregt haben. Und dann so wollten die zu uns hingehen. Alter. Und in unser Zimmer und uns irgendwie schlagen. Und da haben wir einfach ein Sofa aus dem Raum von unserem Zimmer genommen und hinter die Tür gestrogen, sodass es nicht aufmachen. Geil. Alter, Double Link. Schön. Ja. Ich glaube, inzwischen wäre ich sogar lieber Young Link. Habt ihr denn schon mal auf dem Pausenhof eine Religion gegründet? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, wir machen das doch irgendwie jede Woche. Ich dachte, du meinst was anderes. Wir machen das gefühlt jede Woche, Alter. Du musst nur einmal nicht in der Schule sein. Hä? Ja, das ist immer so, wenn Noah nicht da ist. Einmal bin ich nicht in der Schule, auf einmal haben die... Und sie ist super. Ja, auf einmal so sind nur noch Satanisten an der Schule. Diese Religion ist irgendwie so kompliziert und dumm, dass wir vergessen haben, wie sie eigentlich funktioniert. Also ich weiß... Also das Universum ist irgendwie... wie das Universum entstanden ist, hat irgendwas mit Leander und schwarzen Löchern zu tun. Ich weiß aber nicht genau... Nee, das war Kanufahrt. Das war auf der Kanufahrt. Das ja, aber da wurde halt dieser Teil der Religion. Genius. Und so wie das so angefangen hat, war übrigens, dass wir herausgefunden haben, dass so ziemlich jeder den Onkel von so einer Person an zwar Schule kennt. Ich glaube, das habt ihr mir schon mal erzählt. Ja, und der ist deswegen mit allen verwandt. Ja. Nice. Also ist die ganze Welt quasi das Saarland. Und Christians Keller. Ja, natürlich. Ja. Sogar mein Keller ist in meinem Keller, weil ich einen Keller in meinem Keller gebaut habe. Alter, krass. Ich glaube, wenn irgendwer das hier schaut, der hat sowieso nichts im Leben zu tun. Ja. Ja, also, wenn das Video draußen ist, sag uns mal, wie viel es tatsächlich zum Ende angeschaut haben. Ja. Und sag mal, wie viele davon wie viele IQ-Punkte verloren haben. Ja. Das kann ich jetzt schon sagen, alle. Nee. Achso, ja. Alle haben alles verloren. Um sich das voll anzugucken, darf man gar keine IQ-Punkte haben. Alter, Footstomp. Alter, hast du die Kombo gesehen? Ja, übel. Waren halt leider nur Toon Link und Zero Suit Samus. Da macht das 39%. 69. Ja, schön wär's. Naja, 39%iger ist doch auch ein Prozent. Hm.
Ja, aber jetzt mal, stellt euch vor, ihr seid so einen Tag krank, kommt wieder in die Schule und auf einmal sind dann alle an eurer Schule Satanisten. Ist das dir passiert, oder was? Ja, natürlich. Nee. Das geht doch jeden Tag, also. Nee, das ist ein Klassenkameraden von mir passiert. Ich war der Grund, warum alle Satanisten geworden sind. Ach so. Weil ich behauptet habe, ich wäre Jesus. Und dann wollte auf einmal jeder Satanist werden. Da wird aus irgendeinem Grund von Leuten die ganze Zeit Jesus genannt. Wer? Ja, das ist... Ja, ich werde seit zweieinhalb Jahr siebte Klasse von irgendwelchen random Leuten, die hauptsächlich aus dieser G8-Klasse kommen, Jesus genannt. Nice. Nee, bei mir gibt's irgendeinen Typen random aus 8. Klasse, glaube ich. Ich kenne den nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, Alter. Ich habe gerade die ganze Zeit. Ich komme gleich wieder, ich mach kurz Licht an. Ich habe meinen Schildknopf die ganze Zeit gedrückt gehalten, ohne es zu bemerken. Das war leicht verwirrend. Nee, das ist irgendwie so ein Typ 8. Klasse, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hab ihn nie gesehen. Und der hat mich irgendwann auf dem Flur mal angesprochen. Scheiße, ich muss gerade überlegen. Der hat mich irgendwann einfach mal angesprochen und so gesagt, hi Max. Und der nennt mich irgendwie jeden Tag Max. Ich hab nicht mal eine Ahnung, warum. Alter. Alter, das war krass. Ich versteh's halt nicht. Das ist ja nicht mal irgendwie ähnlich zu meinem Namen. Okay, jetzt kann ich schon mal einen Namen von der Liste. Digga, du weißt, wie ich heiße. Ich weiß, wer weiß, wie du heißt. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich weiß auch, wo mein Haus wohnt. Nicht nur die Leute aus der G8-Klasse, die ich tatsächlich kenne, sondern es haben sogar irgendwelche Oberstufenschüler, bei denen ich nicht mal den Namen weiß, damit angefangen. Das ist toll. Das war auch, als ich noch nicht in der Oberstufe war. Da waren auch so ein paar Oberstufenschüler. Ich weiß auch nicht, wer das war. Ich kannte die nicht. Oder ich glaube, einer war aus der 10. Klasse. Der war dann jetzt in meinem Jahrgang dieses Jahr. Das war toll. Und irgendwie, ich weiß nicht warum. Die haben irgendwann rausgefunden, wie ich heiße. Und jedes Mal haben die dann meinen Namen gebrüllt, wenn ich irgendwie in der Nähe war. Das war vor allem toll. Ich habe für Mittelstufensprecher kandidiert und die waren da auch da, weil. Oh nein. Ich meine, yeah, das Publikum ist ausgerastet. Bei uns waren auch toll. Ja, da waren so Leute, die haben sich halt so normal vorgestellt. Leute haben sich so ganz normal vorgestellt und alle, ja, niemand hat so reagiert, weil es halt einfach so langweilig vorstellend waren. Da war einfach so ein Typ, der so, ja, hi, ich bin der Dennis, will ich auch so normal vorstellen. Alle schreien so, Dennis. Ja. Und wirklich das komplette Atrium hat Dennis so geschrien. Ja, so ungefähr war das bei mir da auch. Das war so komplett verwirrend. Das war so komplett verwirrend. Der Typ wurde dann auch doch Mittelstufensprecher. Ja, ich wurde Stellvertreter. Ja, nee, er hat Stellvertreter kandidiert von Anfang an. Leider. Ja. Ich glaube, der wäre Schulsprecher geworden. Sogar. So viel hätten hingeblieben. Also. Das war aber auch der Einzige, der da irgendwie ein bisschen normal wirkte. Ja. Das haben bei mir auch so ein paar gesagt. Ich fand das so asozial bei dieser Wahl. Irgendwie ein paar hatten Reden vorbereitet, ein paar nicht. Ich war so als Vorletzter dran, wegen Alphabet halt. Mein Nachname ist halt so spät im Alphabet, ich hasse es. Auch wenn immer so Arbeiten ausgeteilt werden. Weil ich so einen komischen Nachnamen habe, wissen die meisten Leute nicht, wo man es hinsortieren soll und packen es deswegen ganz ans Ende. Geil. Jui. Wie hast du gar kein Knockback davon bekommen? Keine Ahnung. Scheiße, was? Ah ja, da war ich eben der Vorletzte. Einer war nach mir dann logischerweise noch dran, wenn ich der Vorletzte war. Alter, du bist der Vorletzte und einer ist nach dir dran. Ja, ich weiß, kaum zu glauben. Der hatte auch keine Rede vorbereitet. Das fand ich so asozial. Der hat dann einfach seine Rede genutzt
um irgendwie hat der wahrscheinlich gedacht, ja, das verbessert meine Chancen noch am besten. Der hat einfach alle Punkte von meiner Rede genommen und erklärt, warum die nicht umsetzbar sind. Das war seine Rede. Das fand ich so asozial. Also ich meine, am Ende wurde ich, wie gesagt, trotzdem Stellvertreter, aber SV war eh auch super, da zu arbeiten. Also wir waren eigentlich, vor allem im Vergleich, wir hatten so einen Schulsprecher, über den muss ich jetzt mal was erzählen, das ist mir gerade so eingefallen. Wir hatten so einen Schulsprecher vorher. Ich weiß echt nicht, was bei dem im Leben falsch gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wie der... Ich muss pissen. Sehr gut, ich erzähle dann gleich weiter. Yay. Yeah. Jetzt schon. Ach nein, er hat nicht A gedrückt. Ach, ja, eben. Ach nee, aber jetzt müssen wir 15 Sekunden warten. Ne? Scheiße. 15. Habe ich doch auch gesagt. Ich habe nur 5 verstanden. Ja, weil du auch 5 bist. Ich bin eine große 4G! Ich glaube, das war mit Abstand das autistischste bisher. Das lasse ich auch auf jeden Fall im Video. Ich werde vielleicht so 1-2 Sätze am Anfang so als kleinen Teaser schneiden. Und das kommt da auf jeden Fall rein. Schnell. Und meine tolle Begrüßung muss da bleiben. Ja, natürlich. Das kommt halt nach dem Teaser. Ja. So, jetzt. Oh nein, Mega Man. Christian ist weg und wir zocken jetzt eine Runde. Piranha-Pflanze gegen Mega Man. Aber weiter erzählen tue ich dann, wenn er zurück ist. Let's smash, bro, that's kinda gay. Es ist toll, dass Mega Man kommt, wenn er weg ist. Er hat ja Mega Man Profilbild. Warum, wo ist mein Sprung? Ich rette dich. Ein Superman. Ach so. Pissbot. Ja, was ein Kick. Du bist doch ein Pissbot. Ja, stimmt sogar. Ein Pot habe ich. Ich spiele Piranha-Pflanze. Ja, wir haben allen einen Pot. Das ist doch der Podcast. Stimmt. Wir haben also, übrigens, spielen jetzt übrigens schon seit 1,5 Stunden. Ich glaube, es wird kein einziger durchheuern. Ja, kann sein. Andererseits gab es auch Leute, die meine scheiß 6-Stunden-Hörspiele durchgehört haben. Alter, das war innen falsch. Ich verstehe das sowieso nicht. Die Durchschnittswiedergabedauer ist selbst jetzt mit ungefähr 10.000 Klicks vom dritten Hörspiel immer noch auf über einer Stunde. Der Durchschnitt, also. Guter Play. Ja, schöner Selbstmord. Also, ich finde es auch toll, dass wir hier weitermachen und die Zuschauer beleidigen. Das wäre eine gute Taktik. Ich mal, keine Ahnung, ein paar Tage später die Durchschnittswiedergabezeit hier von dort. Ja, das werde ich dann machen. Jetzt. Nee, ich wollte jetzt. Wer bis hierhin gehört hat, Komm, wer bis hierhin gehört hat, schreibt mal. Schreibt mal, Alter, ich bin kein Kevin, du Horst. Nee, wir brauchen irgendeinen tollen Alter. Hashtag. Hashtag fester Durchfall, schreibt's in die Kommentare. Nein, Hashtag, ich hab kein Hobby. Nein, Hashtag fester Durchfall. Alter. Also ich wäre auch für diesen Hashtag. Ja, ist der beste Hashtag, Alter. Hashtag fester Durchfall. Recover. Nennen das Video nicht. Dann Autismus in Spielfilmlänge. Das kannst einfach so als Untertitel nehmen zwischen dem, was wir eigentlich geplant haben. Yeah, gewonnen. So, ich wollte jetzt noch über den tollen kommunistischen Herrscher da oder so, also unseren ehemaligen Schulsprecher reden. War etwa Waluigi oder was? Na, fast. Der Typ war halt echt ein bisschen so drauf. Der war halt komplett, ich glaube, der war echt komplett kommunistisch eingestellt. Jedenfalls hat er sich immer so benommen. Der hat auch irgendwie auf jeder SV-Sitzung, der hat halt jede SV-Sitzung irgendwie schon mit den Worten einen guten Tag, meine Genossen und Genossinnen begonnen. Alter, Doppel-Lukas. Wow, Lukas und das war toll. Und der hat sich so mit der Schulleitung angelegt, da ist dementsprechend auch an der Schule überhaupt nichts passiert. Der hat sich mit der Schulleitung angelehnt, nur Scheiße gemacht. Die SV war so schlimm in diesen Jahren, dass die Schule die fast abgeschafft hätte, die SV. Der wollte eine fucking Schularmee gründen, um damit die anderen Schulen zu unterjochen.
Ja, okay. Das war ganz ehrlich, so dumm immer. Ganz ehrlich, ich würde es feiern. Also da wäre ich gerne dabei gewesen bei der SV. Das war so dumm, bei dem war ich halt nicht dabei. Wir waren die SV direkt danach. Wir haben eigentlich nur Scheiße gemacht. Aber alle haben gesagt, wir waren so eine saugute SV, einfach weil wir mehr gemacht haben als die davor. Auf Deutsch, wir waren scheiße, aber die davor waren schlimmer. Das war toll. Wir haben halt auch die meiste... Ich verstehe halt das SV-Büro nicht. Da sind so viele komplett komische Bücher drin bei uns. Und es gibt einen SV-Briefkasten und da schmeißen immer Leute Essen rein. Ja, SV-Briefkasten haben wir auch, aber den benutzen die meisten Leute eigentlich überhaupt nicht. Ja, also ob die bei uns das auch benutzen. Ich fand's toll, wir haben im gesamten Schuljahr, in dem ich da war, einmal einen Brief im SV-Briefkasten bekommen. Da hat irgendeine Klasse zusammen einen Brief geschrieben, weil sie wollten, dass wir irgendwie dafür sorgen, dass eine Lehrerin gefeuert wird. Das war toll. Wir hatten da halt irgendwie gefühlt alle Bücher im SV-Büro. Ich glaube, das war auch noch aus der Ära von dem davor. Das ging alles nur um die Sowjetunion, um Stalin. Okay, irgendwie auch über ein, zwei chinesische Kerle. Ich versteh's halt nicht. Letztendlich ist der Typ halt von der Schule geflogen und direkt nachdem er sein Abi gemacht hat, hat die Schulleitung dem Hausverbot auf der Schule erteilt. Also, ich feiere das schon so ein bisschen, weil irgendwer muss die Lehrer ja abfangen. Die waren halt echt Erzfeinde, die Schulleiterin, und der ist inzwischen auch nicht mehr unsere Schulleiterin, aber... Ja, der jetzt sind sie irgendwie wir. Ja. Ich weiß, ich denke nicht, dass ihr das gemacht habt, ne? Bei uns, jeder nennt den einfach Knossi. Nein. Ja, der sieht irgendwie ein bisschen so aus. Wir und der schreit immer so richtig behindert rum. Und dann sieht er ein bisschen so aus, nur halt, dass er Haare hat. Und deswegen halt Nachnamen sage ich jetzt mal nicht. Aber wir nennen den immer Knossi und schieben dann den Nachnamen hinterher. Wir stellen uns auch immer vor, wenn gerade kein Schüler da ist und irgendwie Probleme wegen Orga hat, weil der so einen richtigen Scheißjob macht, der sitzt dann immer in seinem Büro und spielt einfach nur Casino. So stellen wir den uns vor. Wir haben nur einen Spaß mit Klatzen. Ja, so wird ein Lehrer immer genannt. Ja. Sehr gut. Ich überlege gerade, ob wir irgendwelche Lehrer... Der ist toll, wenn der im Nebenraum ist. Da kannst du zwischendrin mal so irgendwelche tolle Sätze wie deine Mutter kann nicht mal ein Atomkraftwerk führen, hören oder so. Was? Irgendwie Alter, sowas Spaß, zum Beispiel. Das ist so ein Satz, den hat er nicht wirklich gesagt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das tatsächlich sagen könnte. Er hat mal in Ethik über andere Wörter zum für Kacken geredet. Oh mein Gott, Min. Habt ihr schon Spaß? Das ist so ein Lehrer, den ich mal so für eine Woche für einen, so gerne einen habe. Lustig, aber dann wollte, nicht mehr. Weil es gibt einen Grund, warum der diesen Namen hat. Ja. Lass dich greifen, du Hurensohn. Ihr könnt nicht weit genug weg sein. Ich spiele Min-Min. Ich überlege gerade, was ich jetzt noch hier erzählen kann. Ich hatte gerade irgendwas... Also ich hole mal wieder die Liste. Was hatte ich? Ich nerv in der Zeit Christian mit meinen tollen... Alter! So... Mit dem Charakter bin ich heute Elite-Smash gekommen, weil ich einfach gut bin. Ach so, ist es euch, ist es euch eigentlich auch mal passiert, dass ihr auf so einem Schulausflug einfach mal eine halbe Stunde geschissen habt? Nein. Ich habe noch nie irgendwie in der Schule oder so geschissen. Ich hasse sowas. Ja, ich hatte mal auch einen Ausflug da auf der Kanufahrt. Das hat echt eine halbe Stunde gedauert. War so furchtbar. Übrigens haben dann die Leute, die mit mir im Boot waren, währenddessen mein Zeug auf den Steg gemacht. Das war halt mitten während der Fahrt. Auf den Steg gemacht.
ja, mein Zeug auf den Steg gelegt und haben sich dann uns dann hinter so einen Busch gefahren, haben sich da versteckt. Sag mal, zockst du jetzt auch mal weiter? War aber richtig offensichtlich, weil sie hinter dem Busch so laut gelacht haben. Zockst du jetzt mal weiter? Ach so, ich lebe noch, lol, ich dachte, ich wäre schon... Nee, wir haben dich nicht angegriffen. Ja, hätte ich Quadruzzo oder so, dann hätte ich dich zerstört, aber ich war Pichu. Ja, so warst du leider zu gut für ihn. Nein, ich meine dich, du Spast. Nein. Doch. Meine Min-Min besiegt keiner, die ist in Elite Smash. Alter, deine Mutter ist im Elite Smash, aber die ist auch gleichzeitig nicht im Elite Smash, weil sie so fett ist. A drücken! Achso, noch eine Frage. Ist es bei euch eigentlich passiert, dass es irgendeinen dummen Spruch gibt, den wirklich jeder benutzt auf Klassen? Oh nein, Klassenfahrt. Oh, ich bin so alt. Jeder benutzt, aber nur auf der Klassenfahrt. Und sobald die Klassenfahrt vorbei ist, benutzt den niemand mehr. Nein. Meinst du ein Hoch auf uns dann das bisher bei, bisher bei jeder Klassenfahrt hat jeder, so ziemlich jeder Junge die ganze Zeit, jetzt habe ich Hass auf dich gesagt. Was? Und wirklich, ich habe Hass auf dich. Dann wirklich nur du auf doch der noch... Klassenfahrt. Danach habe ich das nie wieder gehört. Gerade eben sagtest du auch noch, mit Quajutsu würdest du mich zerstören. Jetzt hast du ihn ja. Alter, wir sind hier im Free for All. Ja und? Sagtest trotzdem gerade eben schon, wenn du ihn bekommen würdest. Stopp. Ich meinte mit Min-Min, weil Min-Min halt echt scheiße ist und ich einfach mit Quajutsu drüber springen kann. Ja, ein Joker... ist an sich nicht scheiße. Ich kann aber nicht. Oh, Mann, ich überlege die ganze Zeit, aber was... Wann kommt Batman endlich in Smash? Ich find's halt super. Ich weiß nicht, ihr habt doch bestimmt mein 187-Abo-Special gesehen, oder? Oh ja, das war fantastisch. Ja, oder ich erinnere mich nicht mehr dran, Soos. Ja. Würde ich dir nicht verübeln. Das war so dumm. Allgemein hier in der Oberstufe jetzt, als alle rausgefunden haben, was mein YouTube-Kanal ist, war schon sehr interessant. Irgendwie, das war halt auch eine ganz tolle Story. Ich hatte halt schon in der Mittelstufe ein bisschen Probleme so mit Mobbing halt. Habe ich schon ein, zwei Mal erzählt, weiß nur nicht, ob euch schon. Unter anderem wegen YouTube, meinem YouTube-Kanal eben. Vor allem, weil der früher halt noch mehr scheiße war. Deswegen wollte ich eigentlich erst keinem erzählen. Ich habe nur so ein, zwei Sachen drüber gesagt. Irgendwie so, ja, irgendwie... Aber so zwei Informationen, mit denen alleine man schon komplett rausfinden kann. Genau, Walross und Pokémon. Und das hat jetzt gereicht. Jetzt YouTube-Suchleisten sucht, gibt das ein. Ja, da müsste nur mein Channel gefühlt kommen. Übrigens gewinnst du das locker. Ja, glaube ich irgendwie auch. Es war halt toll. Deswegen... Okay, die ersten 10 Videos oder von Playlist hier. Danach kommt irgendwie Pokémon Omega Rubin Online Battle. Je. Deswegen kennt halt gefühlt der ganze Jahrgang so meinen Channel. Und unter anderem immer auch das 187-Abo-Special. Und das war dann halt gefühlt echt so ein Meme für einige Tage. Vor allem der eine Satz so, ich glaube, ich habe da sowas, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, ich habe da irgendwie sowas gesagt, ich glaube, ich verkaufe meinen Kebab und ihr kriegt keinen Rabatt. Ganz tolle Line. Und da war da irgendwie, ist gefühlt für eine Woche, jeden Tag sind so Leute zu mir gekommen und haben gefragt, kriege ich echt keinen Rabatt? Das war so behindert. Irgendwie da ein paar konnten dann auch die Lyrics auswendig. Alter. Das war so seltsam. Das kann ich mir vorstellen. Das war belastend für meine Ricola Kräuter Original. Boah, ich überlege auch gerade noch, ob ich irgendwelche Stories in die Richtung noch habe. Ich weiß nur, dass wir einen Lehrer haben, den zumindest viele zum Beispiel bei euch an der Schule auch kennen. Was hast du gesagt? Irgendwie, ich weiß, dass ein Lehrer bei mir an der Schule ist, den kennen auf eurer Schule auch einige. Ich weiß halt nicht, ob ihr, aber das ist halt so ein kompletter... Kannst du meinen Discord den Namen schreiben?
Ja, mache ich nach dem Kampf. Ist halt so ein kompletter Psychopath. Den hatte ich jetzt auch gerade wieder ein Povi. Ich weiß auf jeden Fall, der Leander kennt den. Den Namen schreiben wir toll. Keiner weiß, wie der geschrieben wird. Also ich kenne auf jeden Fall einen, der ein absoluter Psychopath ist. Sowas in die Richtung. In die Richtung, kenn ich nicht. Name. Das ist halt wirklich so komplett behindert, der Typ. Der schmeißt halt gern mal so mit Stühlen. Es ist halt auch toll. Der sagt immer im Unterricht, sollen alle leise sein. Und der nimmt das so fucking wörtlich. Der hat uns schon mehrfach irgendwie 5 Minuten Vorträge gehalten, dass man in der heutigen Gesellschaft in unserem Alter beginnen muss, Verantwortung zu übernehmen. Warum? Weil wir zu laut im Buch geblättert haben. Das Beste fand ich aber mal, ein paar haben Vorträge gehalten, freiwillig, um ihre Noten ein bisschen zu verbessern. Und mitten so was im Vortrag. Ich habe das, ich hab das tatsächlich im Povi gemacht. Ich habe das im Povi tatsächlich gemacht. Ich war direkt vor denen dran. Oh. Oh. Komm mal. Ich habe ihn freiwillig reingelaufen. An die Zuschauer, ich habe gerade Kamikaze mit Hero bekommen. So, Wenig, ach da. Die haben halt einen Vortrag gehalten. Es war so komplett still. Alle haben zugehört. Auf einmal stoppt der Lehrer so mit den Worten, seid mal kurz ruhig, da hinten ist wieder jemand asozial. Da hinten ist wieder jemand asozial. Also, ich glaube, das will ich. Also, ich finde das irgendwie nice. Dieser Satz ist auf jeden Fall genial. Das ist so ein Satz, von dem ich denke, dass auch wir das sagen könnten. Oh, einfach so. Warum sind jetzt wieder, Alex? Was? Warum hast du 5 Jahre gebraucht, bis gestorben? Hat einer ein Problem? Bist du noch da? Geil, ich glaube, so ein PC ist abgestürzt. Oh, schön. Oder sein Internet, irgendwie sowas. So. Jetzt müsst's ja wieder aufnehmen, ja, genau. Hey, soll ich mal das N-Wort sagen? Nein. Nein, war das N-Wort. Ich meine natürlich, Nuss-Nougat-Creme. Genau. Ah, er kann Gedanken lesen. Oh, ich habe auf YouTube ein tolles Video gesehen. Das war irgendwie so Top 10 N-Words. Und da hat er einfach so irgendwelche Wörter mit N aufgezählt. Geil. Nummer 1 war so nice. Und dann am Ende, Honorable Mention, dann kam halt das N-Wort. Alter. Hilfe. Ich hatte gerade noch irgendwas, das ich sagen wollte, aber. Nee, ist halt schon geil. Ich muss das Top-Video angucken. Ich fand's ja auch toll. Das war ja, wie gesagt, direkt nach meiner Gruppe. Ich stelle mir es halt toll vor, wenn das bei mir gewesen wäre. Ich halt so einen Vortrag bin, so voll konzentriert. Auf einmal kommt der Lehrer, seid mal ruhig, hier ist gerade jemand asozial. Das ist so dumm. Der hat halt immer echt so komplette Scheiße gelabert. Man durfte keinen Ton machen, sonst hat der einem einen stundenlangen Vortrag darüber gehalten, dass man eine Enttäuschung für die Gesellschaft ist. dafür brauche ich keinen Vortrag. Das passiert schon, wenn ich das Haus betrete. Ich verstehe den Typ mal nicht. Vor allem bei dem ist halt die einzige Frage, das einzige, was man sich fragt, warten die Schüler eher drauf, dass er in Rente geht oder er selber? Solche Leute wahrscheinlich jetzt. Der Typ ist halt null motiviert, das merkt man. Der will einfach nur noch in Rente. Ich glaube, 3 Jahre oder so braucht's noch. Boah, und dann gibt's meine tolle Mathe-Lehrerin, die müsste auch ein paar Jahre. Der hat erstmal die erste Sportstunde immer gelabert. Und scheiße wir nehmen, weil wir nach einer halben Stunde Vortrag gefragt haben, wann wir endlich anfangen. Und dann die restliche halbe Stunde saß er da und hat einfach nichts gemacht. Und hat uns nicht gesagt, was wir machen sollen, deswegen sind wir einfach nur durch die Turnhalle gelaufen.
Speed. Alter, mein Luigi outplayt dich gerade komplett. Ich hab gerade voll die lustige Idee. Weich doch mal mit diesem Luigi-Taunt aus. Welchen meinst du? Warte, ich muss gucken, welcher Knopf. Den Michael Jackson, wo er so umfällt. Ich glaube, dem Angriff kann man damit nicht ausweichen. Kann sein. Au. Wäre viel lustiger gewesen, wenn wir hier das treffen. Nee, das Tolle ist, ich glaube sogar, wenn man es richtig macht, kann Luigi Downtaunt on stage in Sweet Spot Upbeat comboen. Ah, das ist klar. Ich weiß. Das weiß ich auch nur, weil das irgendwer mal als Shield Break Punish gemacht hat. Ne, meine Mathelehrerin ist halt auch super. Die ist so das genaue Gegenteil von dem Povi-Lehrer. Also nicht, weil sie nett ist. Oh geil, Doppel-Furry-Power. nicht, weil sie nett ist oder so. Aber die ist komplett übermotiviert. Mathe-Grundkurs, Oberstufe. Wir sind irgendwie, ich glaube, 3 Monate früher mit dem Stoff fertig gewesen als der Leistungskurs. Und dann haben wir noch so lauter andere Themen gemacht, die gar nicht im Lehrplan stehen. Hat natürlich jedem Bock gemacht. Bei uns gibt's im Jahrgang auch schon Leistungskurs und den wahren Leistungskurs. Das ist ja der normale Lehrerin. Ja, der normale ist mit den Leuten, die Leistungskurs gewählt haben. Der wahre ist mein Mathe-Grundkurs. Ach so. So, ich würde sagen, letzter Kampf auch hier für zumindest die Aufnahme. Wir können ja vielleicht ein, zwei noch ohne Audio dann machen und aufnehmen. Ja. Weil ich glaube, mit dem Matchup will keiner beenden. Alter! Ich war gerade in der aufgeladenen Aurasphäre gefangen. Ja. Wir hatten dieselbe Idee. Im Wii U Smash und Hulk war es toll, da konnte man dann einfach 2 Lucarios Rücken an Rücken ihre Aurasphärenkugel in der Mitte der Stage aufladen. Dann konnte man da mit. Hat das gerade auf 40 dann getötet? Dann konnte man da so Hot Hats reinwerfen, also die Seite. Ich glaube, das geht immer noch. Man sollte einfach für irgendwelche Items zwischen die Lucarios werfen und dann, wenn da ein Gegner drin ist, einfach mal draufschlagen. Und dann crasht das Spiel fast, weil so viel Zeug gleichzeitig passiert, weil alle Items sich überlappen. Ja, okay, Spiel crashen tut nett in Ultimate. Ich hab gerade den Luma gekontert. Warte, wir müssen Luma töten. So. Ich hab vor der Aufnahme ein bisschen einfach trainiert und da habe ich den Luma gefangen. Digga, der trainiert für Free-for-Alls, was ein Tryhard. Ja, nee, nicht wirklich trainiert, aber halt einfach so gespielt. Und da habe ich wieder in einer Runde irgendwie 5 Lumas getötet. Ja, so gehört sich das ja. Alter, die Verbindung ist gerade gut. Habt ihr noch irgendwas, über das ihr reden wollt hier zum Abschluss? Irgendwas kurz? Noch einen tollen Ausflug mit dem Rallye-Kurs. Ich weiß nicht mehr, hab wirklich vergessen, wo es da hinging. Da war dieser Bauarbeiter-Typ dabei. Schön synchron. Und der Typ und so ein paar andere, aber hauptsächlich dieser Typ, haben auf dem Rückweg die ganze Zeit die erfrischt und schmeckt gesungen. Und das den ganzen Weg. Geil. Und da war auch der erste Depplef dabei. Und dieser Typ ist auf dem Rückweg mindestens 3-mal in Hundescheiße getreten. Sehr schön. Das war nicht übertrieben. Nee, das ist wirklich 3-mal. Einmal davon war, um das 2. Mal abzuwischen. Dabei ist er gegangen und ist nochmal reingetreten mit dem anderen Fuß. Nice. Nee, bei uns ist weniger so Sinalco die Meme-Werbung, sondern eher so das Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Ja, das sowieso. Das ist toll. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, die so heißt. Sehr schön. Alter. So, ich würde dann sagen, hier mal ein bisschen Abmoderation nebenbei. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt, vergesst nicht den... Was ist falsch mit euch? Warum? Wenn die bis hier gehört haben, was ist ja mit denen dann falsch? Das frage ich mich. Das Wichtigste ist aber, vergesst nicht den Hashtag Festen Dünnschiss in die Kommentare zu schreiben. Natürlich.
Und das erste, ich werde der Erste sein, der es unter die Kommentare schreibt. Und wenn ihr keine weiteren Podcasts verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Und wenn ihr keine weiteren verpassen wollt, was? Du hast keinen Kanal. Ich habe einen Kanal, aber alle Videos sind nicht gelistet. Das mache ich nur, um Videos auf Discord zu schicken, die zum Großfürsterteil damit sind. Wow, Genius. Also, tschö.